Hallo und herzlich willkommen bei der Frage. Heute stellen wir uns die Frage, wer die Meister aller Lichtschwertkampfformen sind. Heute werde ich euch weniger die Lichtschwertkampfformen selbst erklären, sondern vielmehr die Meister der einzelnen Lichtschwertkampfformen und noch dazu das ganze Thema etwas erweitern. Und damit würde ich sagen, viel Spaß. Wir fangen an mit der ersten Lichtschwertkampfform Shicho, auch der Weg des Salax genannt. Dies ist auch die Form, welche jeder Jüngling direkt lernt. Und sie wird selten perfektioniert, aber ein Jedi, den wir wohl alle kennen und lieben, hat dies geschafft. Nämlich Kit Fisto. Kit Fisto hat die erste Form erweitert und diese sogar im Jakai perfektioniert und konnte damit sogar General Grievous besiegen. Shicho ist ein schneller und wilder Stil, mit dem er Gegner schnell zur Ermüdung bringt und ihnen auch den letzten Schlag verpasst. Seine Einfachheit ist hierbei auch die große Stärke, denn die Bewegungsabläufe sind hier im Vergleich zu den anderen Techniken wesentlich leichter zu vollführen und erfordern deutlich weniger Kraft. Und somit ist dieser Stil auch nicht zu unterschätzen und Kit Fisto ist hier der Meister. Die zweite Lichtschwertkampfform ist Makashi oder auch der Weg des Isalamir. Der ehemalige Jedi-Meister Count Dooku perfektionierte diesen Kampfstil und hatte zudem auch einen gebogenen Lichtschwertgriff. Dieser Stil gilt als äußerst elegant und edel und erinnert vor allem ans Fechten. Die Schwächen hierbei liegen bei der Verteidigung von Blasterschüssen, aber ein Meister dieser Form wie Dooku kann dies natürlich ebenfalls ohne weiteres. Vor allem im direkten Kampf ist diese Form sehr beeindruckend und vor allem hierbei auch für Christopher Lee maßgeschneidert, denn dieser hat in einigen Filmen fechten müssen. Form 3 ist Zoresu oder auch der Weg des Mayonok. Natürlich ist hier der bekannteste Anwender Obi-Wan. Dieser perfektionierte diese Lichtschwertkampfform, was ebenfalls von Mace Windu bestätigt wurde. Diese Technik ist die wahrscheinlich defensivste von allen. Sie setzt auf die absolute Verteidigung und hat so ziemlich keine Angriffe, lediglich Gegenangriffe. Hierbei wartet der Anwender auf den perfekten Zeitpunkt und schlägt dann zurück. Vor allem beim Abwehren von Blasterschüssen ist diese Technik hierbei ideal und damit konnte Obi-Wan sogar Anakin besiegen. Die vierte Form ist Ataru oder auch der Weg des Fledermausfalken, der offensivste aller Stile und quasi das Gegenstück zum Zoresu. Hierbei ist es meiner Meinung nach oft der Fall, dass Ataru-Anwender sterben bzw. Kämpfe verlieren, weil sie schnell ermüden. Qui-Gon Jinn beispielsweise war auch ein Anwender von Ataru und ist letzten Endes schnell ermüdet und wurde von Darth Maul besiegt. Aber Yoda ist hier im Kanon der beste Lichtschwertkämpfer aller Lichtschwertkämpfer und war der ehemalige Großmeister des Jedi-Tempels. Und auch dieser ist jemand, der Ataru perfektioniert hat und somit der Meister des Ataru. Aber diesen Stil muss man meiner Meinung nach auch möglichst perfektionieren, denn dieser ist einer der gefährlichsten Stile für den Anwender. Jedi und Waffe verschmelzen hierbei förmlich zu einer Einheit und das Tempo ist hier unglaublich schnell. Man muss sich hierbei auch sehr akrobatisch bewegen und Yoda ist durch seine geringe Körpergröße auch dazu in der Lage, Saltos und sehr schwierige Bewegungsabläufe zu vollführen. Auch wenn viele der Meinung sind, dass Yoda nicht mit einem Lichtschwert kämpfen sollte, ist das hier wirklich perfekt umgesetzt. Die fünfte Form ist das Xianzhen-Zo oder auch Weg des Kraid-Drachen genannt und ist ein Ausdauerstil. Der Kampfstil ist sehr gut geeignet, um Blasterschüsse abzuwehren, da er auf Zoresu, der dritten Form, basiert, die dafür entwickelt wurde. Gleichermaßen ist er auch eine geeignete Form zum Duellieren. Der Meister dieser Form ist Anakin. Und dieser Stil hat zudem auch Elemente von Makashi übernommen, der zweiten Form. Anakin hat in seiner gesamten Zeit als Jedi zahlreiche Kämpfe gewonnen oder sich zumindest gut gehalten gegen beispielsweise Dooku und konnte diesen letztendlich auch besiegen. Dieser Stil ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen und einer der besten meiner Meinung nach. Dieser wird auch unter anderem von Plo Koon praktiziert, welcher ebenfalls ein Meister im Rat war. Form 6 Niman oder auch Weg des Rancors genannt ist der wohl unbekannteste Kampfstil von allen. Ein Meister hierbei wäre Coleman Trevor, der Jedi, welcher von Jango Fett besiegt wurde und doch mächtiger zu sein scheint, als man denkt.
oder auch Yaddle, welche von Yodas namenloser Spezies abstammt. Dieser Stil vereint auch alle möglichen Elemente der anderen Kampfstile und wie gesagt, hier gibt es äußerst wenig darüber zu sagen und diesen Stil wenden wenig Jedi an, er gehört aber auch zur Grundausbildung. Die siebte Lichtschwertkampfform, das Juyo oder auch der Weg des Wonska, ist eine nicht ganz ausgeprägte Form des Lichtschwertkampfes und ist als der direkte Vorgänger zum Vapar zu sehen. Sie ist hervorragend für Duelle geeignet und ähnlich aggressiv wie das Ataru und ebenfalls sehr stark mit der Macht verbunden und erfordert hier auf jeden Fall eine hervorragende körperliche Verfassung. Ein Meister des Juyo und gleichermaßen Meister der Doppelklinge wäre hier Darth Maul, doch sein Meister Darth Sidious ist sogar noch etwas besser und beherrscht ebenfalls wie auch Maul das Jakai, die doppelhändige Lichtschwertkampfkunst. Und eine Erweiterung der siebten Form wäre natürlich das Vapart, welche so ziemlich nur Mace Windu praktiziert. Natürlich hat seine Schülerin Depa Bilaba auch diese gelernt, aber nutzt diese eher selten. Windu, der gleichzeitig auch der Erfinder des Vapartes, hat dieses natürlich auch perfektioniert und nutzt die dunkle Seite seiner Gegner aus, um selbst mächtiger zu werden und macht somit aus der Dunkelheit eine Waffe des Lichtes. Natürlich darf man hier nicht übertreiben, denn wenn dunkle Nutzer hierbei Windu so weit bringen, dass er selbst der dunklen Seite verfällt, hat er somit den Kampf auch verloren. Beziehungsweise ist er nun mal als Jedi gefallen und das ist nicht in Windus Interesse, ist allerdings nie passiert und somit auch irrelevant. Bis heute ist dieser Kampfstil so ziemlich einzigartig und auch er entstand mehr oder weniger nur, weil Samuel L. Jackson ein lilanes Lichtschwert haben wollte, weil dies seine Lieblingsfarbe ist und weil er wollte, dass man ihn auf der Leinwand besser sieht. Und so kreierte George Lucas den Bad Motherfucker. Ich bin ehrlich, George Lucas hat viele Fehler gemacht, aber was er aus den Prequels gemacht hat, ist wirklich großartig. Und zu allerletzt haben wir noch Darth Vader. Dieser kreierte aus allen sieben Lichtschwertkampfformen seinen ganz eigenen achten Kampfstil und ist der beste Lichtschwertkämpfer der dunklen Seite und würde wahrscheinlich nahezu jeden besiegen, weil er halt auch in der Macht überlegen ist. Der Meister des Jakai ist hier vielleicht sogar Sidious, könnte allerdings auch Ahsoka sein. Diese ist nicht nur Meister des Jakai, sondern auch der Rückhandform. Also Ahsoka hat hier definitiv auch einen sehr besonderen Kampfstil kreiert. Diesen kennt man ja auch von Starkiller, zumindest wenn man das jetzt oberflächlich betrachtet. Allerdings kämpft Ahsoka schon ziemlich anders. Diese Liste ist allerdings auch nur für den Kanon zu betrachten, wobei man sie eigentlich auch nahezu 1 zu 1 übertragen kann, denn da ändert sich eigentlich nichts. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es anders seht und welche Lichtschwertkampfform ihr praktizieren würdet. Ich würde mich wahrscheinlich auf das defensive Zoresu verlassen und würde vielleicht sogar so weit gehen, dass dies die beste Lichtschwertkampfform von allen ist. Obi-Wan ist aber auch wirklich ein sehr talentierter Lichtschwertkämpfer und einer der besten Charaktere, also verständlich, dass man wie er sein will. Damit würde ich sagen, das nächste Video erscheint, wenn die Lichtschwerter gezückt werden. Bis zum nächsten Mal und tschüss.